Während in Europa noch das alte Jahr seine letzten Kreise zieht, haben die Menschen in Australien 2022 schon begrüßt. Im Hafen von Sydney fand das Riesenfeuerwerk dieses Mal wieder mit Zuschauern statt. Allerdings, wer es live erleben wollte, musste sich ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen. Kurz vor dem Feuerwerk meldete der australische Bundesstaat New South Wales so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie. In der Region an der Ostküste wurden rund 21.100 neue Fälle registriert. In Auckland in Neuseeland war das neue Jahr schon früher dran. Zum Jahreswechsel gab es eine Lasershow. Die ersten waren sie in Neuseeland oder Australien allerdings nicht. In der Südsee hat 2022 längst begonnen.